Moin und herzlich willkommen zurück bei Gran Turismo 3 Aceback. Nachdem wir im letzten Part unser erstes Auto gewählt haben, die Toyota Sprinter Torino, also die Corolla, haben wir die ersten drei Rennen geschafft, nämlich den Sunday Cup. Gehen wir jetzt endlich mal zu dem nächsten Herausforderung. Tja, es hat ja richtig viel Spaß gemacht. Jetzt geht's mal in den Clubman Cup. Möchten Sie den Amateurstatus verlassen? Als eine Herausforderung solltet ihr zuerst dieses Rennen versuchen. Und das machen wir auch. Ja, nichts Besonderes. Alle Wagen können teilnehmen. Und dann machen wir es nochmal. Na, dann werden wir sehen, wer uns als Konkurrenz steht. Wir haben unser Auto ein bisschen aufgebaut. Also ein bisschen, nicht sehr viel. Und es sind nicht so groß außergewöhnliche Fahrzeuge. Machen wir es mal. Das wird jetzt richtig interessant. In Rom fahren wir. Eine Strecke, die ebenfalls von 2 Uhr. Das ist richtig intensiv. Ja, gut, intensiv jetzt nicht, aber sagen wir einfach, das wird echt interessant. Gut. Zunächst einmal nach rechts. Ja, zum Thema dazu gekommen. Unser Auto hat den gleichen Gewicht und wir haben nur ein bisschen Schulter gemacht und ein bisschen am Sorgen. Aber hier haben wir jetzt nicht wirklich. Vor allem auch, es ist fast dasselbe Fahrzeug im Prinzip. So gesehen haben wir nur ein bisschen was verändert. Führt. Oh Gott, ich hasse MRS. Ich hasse diese Autos. MR2, ja. MR1, das ist die erste, ja. MR2, auf gar keinen Fall. Nein, was da? Sie gehört mir. Und so ist es. Gut, jetzt muss ich noch die Peugeot. Dieses hässliche Toyota MR2. MRS, Entschuldigung. Ach, kann man noch wechseln. Warum holt der Matze jetzt so weit auf? So, ich bin in MR2 richtig hinten. Oh nein. Das war Peter. Das war richtig ein blöder Fehler. Das war kein so guter Fall, aber ich bin trotzdem lang. Das ist wirklich wichtig. Das ist jetzt die letzte Runde. Das ist jetzt wieder. Nein. Nein. Nein, du wirst nicht da kommen. Du wirst nicht überholen. Das kannst du nicht abspielen. Das ist mein Platz. Ich muss mal nochmal, Entschuldigung. Das war ein unschöner Fehler, ausgerechnet hier. Ja, ich muss es nochmal neu machen, weil einzuholen wird schwer. Thank you.
lassen. Und das, weil die Turbos an sich, das, die standen mir auch noch. Ja, aber das Problem ist nur, es bringt mir nicht wirklich viel, die Turbos zu setzen, wenn die jetzt viel Kurven sind. Weil die Turbos haben ein Problem, mehr Kurven, desto weniger die Nutzung. Besser als die letzte Runde auf jeden Fall. Komm schon. Also dieser MRS nervt wirklich. Das Ding, was ihr fragt, wie viel Leistung hat das? Das hat so 140 bis 150 PS ungefähr. Und geschätzt. Das ist nebenbei vom Toyota Celica, der Motor. Das ist nicht vom Roller oder so. Und das Ding wiegt aber leicht. Und das Ding hat mit dem Motor, nicht mit dem Motor. Total bescheuert, ne? Bin ich auch. Ich hoffe, ich krieg dich. Du wirst nicht lange vorne bleiben. Du kannst auf jeden Fall platt nehmen. Leider den marginalen Unterschied vom Alter. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Wie du überholst! Wie du überholst! Wie du überholst! Ich hasse dich! Ja, ist klar, ich hab das jetzt gesehen. Oh Gott, ich mach das jetzt auch. Ein schöner Effekt. Ich werde Folgendes machen. Ich werde jetzt die Reifen ändern. Guck mal nach, wie viel Kosten die machen. Kategorisch vergessen. Okay, dann wieder um. Antriebszug. Schatten viel als eine normale Kupplung. Das bringt die zwei Scheiben. Also ich würde auf jeden Fall das erste nehmen. Okay, gut, dann mache ich jetzt Folgendes. Getriebe kann ich mir noch nicht leisten. Dann hole ich mir eine normale Kupplung.
ich noch 1200, das ist ja ein richtiger Effekt, nicht? So, ich werde das Rennen jetzt nochmal machen. Und ich werde ihn jetzt schlagen. Ist mir völlig egal, was ihr mir jetzt halten würdet. Gott. Das ist so ein nerviges Untertun gerade. Wenn jetzt wieder dieser MRS-Fahrer kommt. MR2, ne? Das sind alles Autos, die normalerweise Probleme zum Schlafen schaden.
nächste Herausforderung. Diese Strecke. Jo. Schon wieder diese Begegnung. Oh, da wird mein Rivale sein. Ich sehe es mir schon vor mir kommen. Er wird mich nicht in Ruhe lassen, ehe ich ihn zersägt habe. Ich sag mich jetzt schon, er wird richtig zersägt. Das ist ja eine ordentliche Schwierigkeit, die ich mir zugesetzt habe. So. Was soll ich denn jetzt machen? Ich könnte mir jetzt direkt auch weitere Autos mal. Nee, also nicht weitere Autos, ich meine jetzt kurz mal im Tuning schon gucken, was ich da jetzt tun kann. Also auf jeden Fall, was ich als nächstes machen würde, ist Federung. Weil, also ich habe natürlich kein Geld, aber ich guck mal als nächstes.
Das steht ja auch kurz mal, dass sie gut für den gesenkten Zirkus genutzt werden. So. Das heißt, ich werde die Federung nächstes einbauen, so beim Motor. Ich werde mir einen Auspuff rennen. Ich werde mir den Sport Luftfilter holen. Dann werde ich mal kurz mal gucken, was ich als nächstes tun würde. Schleifender Kaliber, ich muss mal gucken. 163 PS. Ausgelöst des Motors. Das bringt ja gar nichts. Vergrößerte Hubraum. So, beim Antriebszug muss ich mal gucken, was ich als nächstes mache. Die Schwungscheibe ist mir ein Problem. Was ist denn das für ein Getriebe? Abstufung in der über... Mein Kopf war leichter, der Motor ist besonders bei Saugmotoren anzuhalten. Okay, das könnte ich mir mal als nächstes machen. Könnte ich die machen, aber was bringt der Einserweg? Diese wird nur beim Kurven. Frontantriebs. Okay, das kann ich ruhig. Was bringt der 1,5er Weg? Was? Der hebt sich verbessert. Ich glaube, ich würde den 1,5er nehmen danach. So, zum Thema Turbos. Das Ding... Beim Reifen werde ich mir die Simulationsreifen angucken. Es war extrem schwierig, ich habe aber gefühlt, am nächsten Fahrt, die haben nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Aber diese Reifen erfordern schneller zu bremsen. Okay, die werde ich nicht reinbauen. Ich werde die Sportreifen mal setzen. Normalreifensatz. So, die werde ich dann einbauen und ich werde mal hier gucken. Ich werde auch nächstes auch noch Gewichtsstufe machen. Was? Wie viel senkt das für mich? Ja. Das ist mein folgender Plan. Ich werde jetzt leider offline craften gehen, also Geld sammeln, und tut mir leid für diesen kurzen Part. Ich hoffe, es hat euch trotzdem dennoch gefallen und ich wünsche euch viel Spaß dennoch. Also sehen wir uns in diesem Part, wenn ich genug Geld gemacht habe und das Auto ein bisschen aufgebaut habe. Also, wir sehen uns. Tschüss!